Ja, du machst noch zwei Schwerter und dann kommen Eisenwerkzeuge. Dann wird eh alles effizienter und effektiver hier. Ja, und da wird langsam so Leder knapp. Also ja, die Mission dauert schon eine Weile. Das ist aber, soweit ich mich noch erinnern kann, kommen dann nur noch zwei, maximal drei Missionen. Ja, Möbelwerkstatt. Oh, sehr schön, du hast bald die Lehmklumpen in der Töpferei aufgefüllt. Das heißt, du kannst bald wieder Steinmetzarbeiten machen. Da würde ich sagen, machst du erstmal da oben die restlichen Steinchen weg, bevor du nach unten gehst. Oh, du kannst sogar trainiert werden jetzt. Das ist auch gut. Du haust wieder Steine. Machst das erstmal da oben. Der Schuster kann auch mal trainiert werden. Okay, Eisenerz klappt auch alles. Ja, wir sind bald wieder übervoll mit Gold. Töpferei steht schon seit einer Weile leer. Ist ja nicht ganz so wichtig. Bauen wir mal Straßen. So, nach hier oben. Hat die gewünschte Warenmenge und ist jetzt ein Waffenschmied. Gut. Ja. Das heißt, als letztes ein Werkzeugschmied. Zum Glück haben wir hier oben noch mehr als genug Holz. Unser Holzfäller hier unten hat langsam nämlich eher Mangelware. Müsste ich ihn irgendwann wieder in die Holzfällerhütte stecken. Vor allem sollte er die Bäume hier in Ruhe lassen. Das ist nämlich der Obsthain. Der hier ist noch in Ordnung und der hier auch, weil das ist sowieso kein Obstbaum. Aber die hier sollte er in Ruhe lassen. So, Eisenwerkzeug wird hergestellt. Unsere neue Straße wird langsam gebaut. Eisenrüstung. Müsste, ja, ist noch eine hier oben. Okay.
Ja, Goldschmiede. Goldnuggets werden jetzt wieder eingeliefert. Sollte ich dann ausnutzen und wieder Gold herstellen. Ich warte aber, bis da 10 Stück mindestens drin sind im Vorratszelt. Da kommt das letzte, die letzte Eisenrüstung. Ja, Waffenröcke und Bögen. Und wir haben kein Leder mehr. Das heißt, unser Schuster kann wieder jagen. Vielleicht respawnt irgendwann mal irgendwas Tierisches. Der Holzfäller da hat mich jetzt gerade wieder kurz erschrocken. Was mich aber daran erinnert, ab und zu mal zu speichern in der Mission hier. Du bist hungrig. Naja, du hast ein Haus, wo du was essen kannst. Ja, jetzt ist nur noch Bögen und Waffenröcke erst einmal. Du arbeitest jetzt am besten hier und du bist da drüben Holzfällern. Weil der Baum ist jetzt auch weg. Hier sind auch gerade keine Bäume mehr. Und wenn du hier das Holzfällerzelt belieferst, dann dürftest du eigentlich auch das Holz hier hinbringen. Obwohl das Hauptlager näher ist. Na, mal sehen. Ach, du belieferst erstmal den Bogenschießstand. Die Bogenschnitzerei. Du findest da oben auch noch irgendwo Steinchen. Ja, zum Glück ist es noch genug Gold. Goldbarren und Waffenröcke, alles wird eingelagert. Gut. Wie gesagt, wenn die beiden Dinger leer sind, also die 5 Bögen und die 7 Waffenröcke noch geholt wurden, dann fange ich mal an, meine Truppen anzufordern. Ich habe sogar auch immer das Fischerzelt mit den 2 Fischen hier. Tja, kein Leder mehr, das ist ärgerlich. Aber damit kommen wir auch irgendwie klar. Du töpfer mir mal kurz ein bisschen. Oh, dann ist der Stein da oben. Dann ist hier oben der ganze Berg kahl.
Vielleicht ist der Stein groß genug, dass der Bauarbeiter ihn von selber nimmt und die Straße baut. Weil es ist erstmal wichtig, dass wir Geschirr reinbringen. Da kommt jetzt gut Geschirr wieder rein. Oh ja, und jetzt können wir auch, wo auch immer du hinlatscht, du wirst wahrscheinlich mit dem unserem Goldsucher labern. Ja, verstaut, verstaut. Aber der ist jetzt gleich mit der Goldschmiedearbeit beschäftigt. Ja gut, Holz hat er mehr als genug hier. Nahrung sieht auch okay aus hier. Ah, mit Steuerung kann ich 10er Schritte machen. Gut zu wissen. Ja, Lehmarbeiterzelt steht schon seit einer Weile leer. Oh, wir brauchen jetzt dann wirklich bald Möbel. Das heißt, du Tischloss, 9 Möbel. Du hast das Geschirr hergestellt. So, Holz wird wieder benötigt. Okay, wir haben jetzt fast alle Bögen und fast alle Waffenröcke auch eingelagert. Wie gesagt, wenn die eingelagert sind, dann fangen wir mit dem Militär an. Also dann werden erstmal nur hauptsächlich ja, Bier und Gold eingelagert. Was heißt hauptsächlich? Eigentlich nur noch Bögen und Waffenröcke haben wir eh genug. Da brauchen wir keine weiteren. So, erstmal da oben fertig machen, dann kannst du hier unten Steine sammeln. Ich frage mich halt, ob mein Goldschmied die Goldnuggets, die hier so rumliegen, also die ganz goldenen, einsammeln könnte. Oder nicht. Okay, Bögen sind fertig. Wir nur noch die Waffenröcke. Ja, das heißt, ich kann jetzt schon mal anfangen, Kinder zu kriegen. So, erstmal hier. Dann die hier.